Herzlich willkommen zum neuen Projekt Honda XL aus 2 Mach 1. Beide in einem super schlechten Zustand. Aber jeweils an unterschiedlichen Stellen. Das heißt, die Hoffnung ist, aus 2 mittelmäßigen Motorrädern ein gutes zu bauen. Nee, glaube ich nicht. Dafür hast du nicht genug Motoren. War halt auch schon mit Windrad gefickt. Ne? Ja. Hat jetzt auch mich nicht gewundert, solange sie hier schon rumvegetiert. War anders gelöst. Hier auch schon mal geflickt worden. Ja. Boah. Ich möchte nicht wissen, wie der unten runter aussieht. Und vor allen Dingen siehst du das ganze Gefunkel hier? Ja. Und ich habe das Gefühl, wenn ich oben Öl reinschütte, kommt das unten genauso wieder raus. Also. Ja, noch leichter, ne? Ja. Wir haben uns schon aufgeregt. Ja, wir haben die. Wir haben den Kauf aber noch nicht bereut. Also noch nicht, weil die Karre hier ans Laufen kommt. Naja, sicher, das ist ja wohl das Ziel. Und ja, der Vergaser ist fest. Irgendwie so ein grüner Popelschnodder, was angeblich. Versteckt Schnodder. Sieht man das? Ach du Scheiße. Hier ist auch tierisches Gefrickel schon. Okay, verstehe. Ich bin ja dafür jetzt nicht mehr zuständig. Jetzt ist die Zeit etwas ölig. Anders. An anderen Stellen. Ölig. Ist ja fröhlich. Die kann gar nicht laufen. Nee, die kann nicht laufen. Man kann mal es voll mit Vollgaser rein. Und zwar hat der seinen Motor zusammengebaut. Ich glaube, das war sogar ein XL600-Video. Ja. Oder ein XT600, ist ja egal. Der hat ein Stück Küchenkrepp hier reingemacht. Aha. Die Mutter oben drauf. Okay. Dann fällt ja die Mutter nicht unten durch. Darunter ist gar nichts zum. Dann müsst ihr da mit Schraube und Mutter. Ah. Hier, das war ja bei dem anderen Modell ja. Im Arsch. Die Luftfilterkastenschrauben. Wir haben innen Sechskant. Ja, ja. Und innen ist auch immer gewinkelt. Ja, ja. Und eigentlich ist es auch ein Schraubendreher. Okay. Das heißt,